Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Stories, der Nussknacker, mit unserem tollen Treppenräder-Rätsel hier. Ganz tolle Wurst. Ich muss einfach weiter rumprobieren. Ich habe es ja versprochen. Und deswegen rätsel ich weiter, aber es ist so eine Sache für sich. Ich dachte eigentlich, müsste das grüne Rad nach oben nehmen, aber es wird so oft blockiert dann. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, der Kleine muss auch erstmal wieder rüber. Deswegen schicke ich den Kleinen rüber. Kleiner, geh mal rüber. Kriege ich den dann noch rüber? Nein. Das ist also auch nicht richtig. Dann erst der hier. Dann der. Dann der. Glaube ich. So. Aber der wird jetzt gar nicht angefixt. Vielleicht wird er dann von irgendeinem anderen Rad. Vom Großen. Nee, der Große dreht das leider nicht mit. Das ist natürlich blöd. Denn sonst hätte ich das ja jetzt schon wieder fast. Es ist ja nur der Kleine. Wobei, der muss das Rad auch drehen. Ist auch doof. Nee. Doch, jetzt. Ein Stück fehlte. Warte, jetzt habe ich es ja schon fast. Oh Mann, nur das wieder nicht. Oh Mann, wie blöd. Ich hab's schon wieder fast eigentlich. Aber das kleine Rad muss den anderen andrehen. Sonst funktioniert das nicht. Nee, der muss den anderen... Das geht sonst nicht. Also der muss da sein, geht nicht anders, weil sonst würde der das gelbe Rad nicht hierhin andrehen können. Der könnte das Rad drehen, ich bin mir nicht sicher. Aber das kann ja auch nicht funktionieren. Reicht das nicht so? Nee. Das ist alles zu weit links. Ich glaube, das ist echt nur eine Kleinigkeit. Und ich bin immer voll auf dem richtigen Weg und... Ja. Oder ich mach's ganz falsch. Ich weiß auch nicht. Aber diese Kombination muss ja eigentlich bleiben. Denke ich mir. Weil mit dem grünen Rad nach oben hat's ja auch nicht geklappt. Oder kann der Kleine... Er kriegt das doch nicht angedreht. Das geht doch nicht. Daran, da das große Rad nicht hier mehr nach rechts kann, ja, muss es da die Kombination sein. Trotzdem werde ich nochmal alles kaputt machen, weil, ja, ich komme ja so nicht weiter.
Vielleicht muss das grüne Rad eben doch nach oben, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber so kommt keiner an den gelben ran. Oder der ganz rüber. Das könnte natürlich auch sein, da ist so eine lange Strecke. So, und jetzt das grüne Rad runter. Aber dann berührt er den auch nicht. So ist auch zu weit entfernt irgendwie. Schwierig. Das kann nur der eine eigentlich sein. Nur so gibt's Kontakt, denke ich mir halt. Aber ich könnte den Kleinen mal hier wegschicken. Ach nee, ich mach das immer nicht wegen dem hier. Drehen die sich so nicht alle? Dreht euch mal alle. Scheiße. Und wenn der nach unten geht und der eine dahin, Moment, noch eine andere Kombination wäre. Alles wieder zurück, bitte. Momentchen, genau, der jetzt auch wieder rüber, der eigentlich auch. Warte, der erstmal wieder zurück. Hier unten könnte man doch auch hindrehen. Ich glaube, das ist richtig. Also der ganz rüber. Geht aber nicht, weil der jetzt im Weg ist. Toll, le Wurst. Oh, alles muss zurück wieder. Das dauert immer so lange. Krieg ich aber hin. Der Gelbe am besten auch. Bestimmt musst du nämlich auch rüber. Ach, geht nicht, weil das im Weg ist. Das ist natürlich blöd. Ach, und ich hasse es. Immer wenn ich auf Festplatte C aufnehme, dann stockt das Spiel. Aber es ist ja eh nur ein dusseliges Schieberätsel hier. Oder eher Drehrätsel. Ja, noch langsamer. Warum gehst du denn nicht dran vorbei? La 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 la, das Spiel stoppt. Herrlich. So. Damit es nochmal extra schön langweilig ist, stoppt das Spiel. Oh ja, er fährt sogar mal etwas schneller rüber. Genau, ha, hier gibt es ja auch eine Kombinationsmöglichkeit, sehe ich gerade. Und der geht dran vorbei, der geht sogar dran vorbei. Momentchen. Ich brauche aber trotzdem... Was ist mit dem grünen Rad? Wo soll das ran? Daran? Und das dreht sich doch dann auch mit. Das kleine, der kleine Stupsi, der kann doch da bleiben, oder? Ist doch wurscht. Krieg ich es jetzt endlich hin? So. Moment. Der nach oben. Große ist zu groß, ist klar. Der große ist zu groß, ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist aber besser. Das andere hat nicht geklappt. Ist ja aber auch fies, dass es diese Möglichkeiten gibt. Dann weiß man immer gar nicht, welche Möglichkeit wahrscheinlich richtig ist. Wenn ich den jetzt runternehme, was ist dann? Dann ist der Kleine hier in der Ecke. Der muss rüber. Der muss als Verbindungsglied irgendwie dahin. Also muss das Rad wieder nach oben.
Der muss wieder zurück. Der muss rüber. Dann der runter. Aber kommt der Kleine dann noch vorbei? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Unerträgliches Spielstocken. Ich könnte jetzt einen Cut machen, aber es bringt halt gerade nichts, weil entweder es ist da oder nicht. Warum, weiß ich nicht. So. Jetzt den Kleinen. Ich hoffe, der geht dran vorbei. Ja, dich meinte ich. Ach, der geht nicht. Ich muss den hier wegnehmen, ne? Dann kriege ich ihn aber nicht ganz rüber. Ist das egal? Ich finde, es sieht trotzdem ganz gut aus. Der ultimative Test. Scheiße. Die drehen sich nicht. Es hat nicht gereicht. Die berühren sich ja auch nicht. Toll. Kriegt man das anders hin? Nicht schön. Ich hätte mich jetzt gefreut, aber es hat nicht geklappt. Ach Mann, das dauert voll lange und es ist gar nicht einfach und es sah so einfach aus. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade mehr sagen soll. Es ist einfach kompliziert. Ist immer schön. Ist immer schön, Räder drehen zu sehen, aber irgendwie... Ja. Auch nicht so das Wahre. Der berührt aber den einfach nicht. Das ist auch das Ding. Ich krieg zwar dann den Kleinen gedreht, aber ich muss das große grüne Rad muss ich halt drehen. Und das geht ja eigentlich nur durch den Weißen. Ja. 3 Stunden später. Das erinnert mich immer so an so Zeiten früher, wo ich eigentlich einen wesentlich schlechteren Rechner hatte als jetzt. Und man warten musste, weil es geruckelt hat. Aber es ärgert mich immer sehr, dass es jetzt eigentlich ein viel besserer PC ist und man dasselbe Problem trotzdem hat. Aber okay, wir haben ja Geduld und Zeit und ich kann warten. Und ihr hoffentlich auch. Ja. Oh, ich kann den nicht bewegen wegen dem kleinen Arschnupsi hier. Ist unglaublich. Wie habe ich den denn vorher weggekriegt? Wie soll ich den denn an dem vorbeikriegen? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Hä? Aber jetzt geht er doch auch nicht dran vorbei. Wie kriege ich den denn da hoch? Ja, komm an jetzt. Und geh du nach oben. Warum kannst du nicht an dem vorbei wegen... Wie, hä? Ach so.
Alles klar. Oder nicht? Doch. Ja, toll, jetzt geht's gar nicht. Super. Die blockieren sich voll gegenseitig, ist voll hohl. Ich verstehe nicht, dass ich den nicht einfach hochnehmen kann. Das ist einfach nur beknackt, ganz ehrlich. Oh, Manu. 16 Minuten Zahnradproblematik. Ich werde jetzt mal einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich weiter, wenn ich so ein bisschen mehr einen Plan habe, was ich hier eigentlich gerade mache. Bis gleich. Dieses Rätsel ist so doof. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt langsam endlich mal hin, denn ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber irgendwie so muss es doch echt, es ist unglaublich. Und dann kann man die noch immer so ein bisschen rücken. Und selbst das alleine macht schon viel aus, so wie hier jetzt. Warte, wenn ich das jetzt mal nah ranrücke und dann runter. Oh, unglaublich, ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Ja, so Kleinigkeiten. Was für ein ungewöhnlicher Mechanismus. Weil, wer auch immer ihn entwickelt hat, muss ein Genie sein. Ja, oder einfach echt der größte Arsch des Wimmelbildspiels, der uns richtig ärgern will. Wir können jetzt nach oben gehen. Ich habe das die ganze Zeit immer nicht hingekriegt mit diesem Zahnradrätsel jetzt, weil man halt auch immer so einfach das Zahnrad nochmal ein bisschen ranrücken konnte. Wie jetzt am Ende einmal den Hebel hoch, dann ran und dann wieder runter. So kleine Denkfehler und man rückt die dann ran, denkt, das müsste sich halt gleich drehen. Manchmal fehlt da aber halt so ein Stückchen noch. Ist ja auch egal, ich hab's geschafft. Nach mehreren Kombinationsmöglichkeiten, die es gab. Und jetzt sind wir, was ist das denn jetzt hier, so eine schwebende Bibliothek? Die Zauberkraft des Rattenkönigs ist ruchlos. Selbst seine eigene Dienerschaft behandelt er rücksichtslos. Ja, so ein gemeiner Ratterich. Ein einfaches Schloss wäre mir lieber gewesen, aber ich werde natürlich nicht gefragt. Passt der jetzt hier rein? Nö. Dann weiß ich auch nicht. Sie ist total vereist. Ich muss das Eis schmelzen. Dafür haben wir doch unseren kleinen Leuchter. Wo ist er denn? Das kann der doch bestimmt. Ja, das kann der. Wunderbar. Oh, ich bin so froh, dass dieses Rätsel zu Ende ist. Es hat ja fast einen ganzen Part gedauert. Deine Flamme erlischt nie. Ja, ich sollte wohl nach einem runden Schlüssel suchen. Nee, das ist ja die letzte Scheibe für das Rätsel draußen. Aber sonst habe ich nichts in der Art. Was ist hier? Die Insel ist zu weit entfernt. Was ist mit der Katze? Hoppla, vielleicht bin ich etwas müde. Quatsch. Das war eine gute Idee. Die Katze hätte da ja rund drüber springen können. Was ist hier? Das Fensterchen ist offen, aber ich komme nicht heran. Fred. Aber das schafft er, oder was? Immer so Sachen mit Klettern, aber nichts mit weit springen anscheinend. Boah, ich kann schon gar nicht mehr reden. So, was habe ich doch für einen cleveren Helfer? Mhm. Unser letztes Wimmelbild, das schaffen wir noch eben hier. Dann ist der Part nicht nur aus diesem blöden Zahnradrätselkrams gewesen. Ja, Korkenzieher. Korkenzieher, ich finde dich. Wo? Da bist du. Eine Teekanne. In der Winterzeit ist Teetrinken schön. Boomerang. Boomerang, Boomerang, Boomerang. Oh, das ist so ein Ding, was überall sein könnte wieder, weil... Kann man gut verstecken, winkelmäßig. Bauklotz,
Habe ich die nicht schon gesehen? Schlitten? Schlitten? Schlitten habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich suchen. Ja, Glocke. Vielleicht finde ich die eher gerade. Da war sie nicht. Da ist eine Glocke. Goldene Schleife, die habe ich hier. Drei Muscheln, das war eine. Zwei. Und die dritte. Da. Dann suche ich eine Blume, mit der ist aber irgendwas Besonderes. Keine Ahnung. Wo ist denn die besondere Blume? Hier habe ich auch Geist. Ach, ich soll einen Geist noch suchen. Was für eine schmutzige Lampe. Ich habe zwar nicht viel Zeit, um sie zu säubern, aber... Ja, dann holen wir den Geist mal. Ist das ein Lappen? Ich glaube schon. Da ist der Geist. Haha, wie witzig. Dann suche ich auch noch eine Halskette und einen Vogel. Halskette, Vogel. Ja. Oh, hier ist so viel Krimskrams. Was ist das? Das war die Halskette. Ist ja schon mal was. Wo ist der Vogel? Da? Nee, ich dachte, das wäre so ein Papiervogel. Ein richtiger Vogel. Da ein Vogel. Vögelchen. Feder. Vogel. Boomerang. 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 Da ist der Boomerang. Hey, ich finde ihn sogar mal. Der Vogel? Schnipp, schnapp. Ach so, ich soll die Blume abschneiden. Habe ich die auch schon mal? Gut, das war die Blume. Am besten du nimmst sie auch mal. Oh ja, das Spielstocken. Ich hab's vermisst. Jetzt nimm sie schon. Schlitten und Vogel. Ach ja, der Schlitten. Ich nehme mir mal einen Tipp. Da ist der Vogel gewesen. Nee, den habe ich nicht gesehen. Da hätte ich noch eine Weile gesucht. Und das Letzte, was ich suche, ist ein Schlitten. Habt ihr den Schlitten schon gefunden, liebe Kinder? Das war der Schlitten. Das war ein Schlitten? Den habe ich gar nicht als Schlitten erkannt. Okay, ich habe einen Korkenzieher bekommen. Jetzt machen wir eine Buddel auf und haben Spaß. Was habe ich hier? Aua! Ja, das Ventilrad ist wirklich heiß. Was kann man denn da mal machen? Ich habe ja nichts. Das wäre noch eine Puppe für unsere Sammlung. Ist auch wichtig, dass ich die nicht vergesse. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von der Nussknacker. Vielen Dank fürs Zuschauen und sorry, dass ich so lange gebraucht habe mit dem Zahnrad-Rätsel. Naja, wir haben es ja doch noch geschafft dann. Bis dann!